Lieben Anker-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dudes. Ich habe keinen Namen heute dafür, es ist schon wieder schwierig. Aber habt viel Spaß beim Zuschauen. Palaki Löwensenf. Teil 2. Marcel, du gehst gerade auf sehr, sehr dünnem Eis. Ne? Gibt es die ganz dollen auch Astra Radler alkoholfrei? Oh, Leute. Mit Eiswürfel und Strohhalm, bitte. Ist das Leben nicht schon schwer genug? Muss man sich auch noch so ein Zeug in sich reinkippen? Ehrlich, das tut euch nicht gut, das tut eurem Umfeld nicht gut. Unterstützt, ne? Also, ihr dürft nicht vergessen, der Körper produziert keinen eigenen Alkohol. Ihr müsst das Defizit ausgleichen, ne? Du hast mir was Feines? Nee, ich glaube, ich möchte das jetzt nicht angucken, Yogi. Ich kenne dich mittlerweile so lange, dass ich jetzt ganz genau weiß, dass ich das nicht anschauen möchte. Soll ich es wagen? Ach. Ich möchte auch alle anderen teilhaben lassen. Yogi hat mir eine Nachricht geschickt, in der steht, das ist quasi auch schon viel Philosophie aus dem kleinen Yogi-Körper, da steht, du stinkst. Yogi, es ist immer wieder schön. Das ist tiefsinnig. Ja, muss ich auch sagen. Es ist schon fast Philosophie. So Philosophie des kleinen Mannes. Ne? Ich bin bei dir. Bin bei dir. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie es ist, Radler zu trinken. Ich bin kerngesund. Ach, Leute. Ich weigere mich auch anzuerkennen, dass in Radler Alkohol sein soll. Das kann nicht sein. Das ist einfach. Nee, das. Nee, Leute. Aber lasst uns doch nicht bitte über so schlimme Themen reden, direkt am Anfang. So ist Andi, moin. Nee, wir müssen doch nicht die Stimmung gleich am Anfang runterziehen und hören, dass jemand Radler trinkt oder sowas. Ne? Gibt ja genug Elend auf der Welt. Da muss ich das nicht auch noch hoch beschwören. Herauf beschwören, das wollte ich sagen. Nicht hoch beschwören. Darf ich mir jetzt einen Trecker kaufen? Oder genau. Kaufst du mir einen Trecker? Brauchst du denn schon einen Trecker? Hey, das Trabantos, leg auf, mein Freund. Ich hoffe, ihr habt auch Wochenende. Ihr zwei lieblichen Los Trabantos und Los Trabantos innen. Uah, nee, Schluss jetzt. Schluss, aus. Aus! Was ich schlimmer finde, ist BMW. Was ist denn BMW? Also jetzt außer das Fahrzeug, das kenne ich, aber wir reden ja gerade über Radler. Ach, ihr armen Schweine, Mensch. Bier mit... Ernsthaft, gibt es Menschen aus diesem Planeten, die sich Wasser in ihr Bier kippen? Ja, gibt's. Ernsthaft? Wer macht denn sowas? Wasser ins Bier. Bestimmt weniger kalt. Oh. Ey, Logos, moin. Oh, Bier mit Wasser, Leute. Kann ich es doch auch lassen, ohne Scheiß. Weniger Kalorien. Das sind auch die Leute, die zum Tanzen in die Disco gehen, oder? Aber jetzt ranhalten, Singathlet. Endsport, ne? 18 Uhr macht's Blöpp, hoffe ich. Christian Bergmann, moinsen. Also, ich bin ja auch eher der Typ, wer die Disse zum Tanzen geht, ist einfach zu faul zum Saufen oder hat kein Geld zum Saufen, ne? Ah, siehst du, Yogi sagt's auch. Yogi hat's auch, ich hab's da, da steht's. Eine halbe Stunde noch, Mensch. Jawohl. Ja, was willst du machen? Die gibt's arbeiten. Halt auch, Yogi. Wie arbeiten? Achso, du willst was machen hier auf der Karte. Boah, ja. Eigentlich bin ich gerade im Modus. Also eigentlich könnte ich noch weiter über... Ja, du musst mir nur einen Traktor kaufen und ein Mähwerk. Ach, du willst schon anfangen mit Mähen?
Ja. Ja, komm, wir gehen mal rein ins Gameplay. Dafür sind wir eigentlich da. Ich habe wieder einen schwarzen Bildschirm. Das ist auch so ein Ding. Das ist ganz neu, dass der meine Sehne im Spiel übertragen. Ich muss wahrscheinlich wieder eine Bildschirmübertragung machen. Das dauert nur ein bisschen. Ja, das ist aber sonst nicht so. So, bin ich schon als Admin angemeldet? Ja, bin ich. Gucken wir doch mal, was wir noch Ich möchte einen kaufen. schwarzen Traktor. Leute, kann mir bitte jemand helfen? Es ist anders schwierig. Ich glaube, das Fendt-Pack ist aktualisiert worden. Vielleicht holen wir uns auch so einen schönen S4. Den fährst du eh gerne, oder? Jeder Deutsche trinkt drei Badewannen Bier im Jahr und ich trinke noch aus Flaschen. Ach, geil. Aber den S4 haben wir auch schon auf allen anderen Karten, ne? Obwohl, nicht drauf geschissen, ich war den gerne. Was haben wir noch Schönes? Ey, der Alter, mein Freund. Moin! Schön, dass du reinschaust. Schön, auch dich immer zu lesen. Freut mich sehr. Könnten ja auch Maxim fahren. Aber ich habe eigentlich vor, noch einen Puma drauf zu nehmen. Und Puma und Maxim will ich eigentlich auch nicht. Nee, das machen wir nicht. Was haben wir hier noch? Mittelgroße Traktoren. Dann muss das Mähwerk schaffen und einen Güllezubringer. Naja, das macht er schon. Glaube ich, die schwersten Arbeiten, die er Das schaffen wird. Projekt, was wir bespielen, ist neu, Alter. Falls du es noch nicht gesehen hast, am Mittwoch haben wir das erste Mal drauf gestreamt. Auf der Palagne, das wird quasi ein Live- und Let's Play-Projekt. Also ihr seid komplett dabei und wer nichts verpassen will, darf sich gerne die Let's Plays dann reinziehen. Die werden auch nie länger wie 2 Stunden sein, glaube ich. Das werde ich ein bisschen versuchen einzuhalten. Oh, ne, den Deutz auch nicht. Ne, ich glaube, wir nehmen den S4. Das ist, glaube ich, auch das, was als nächstes rauskommt. In Renault haben wir schon auf der Karte. Renault ist schon drauf. Und Klaas haben wir den Dominator. Ja, komm, wir nehmen den S4. Den kann ich dir auch schwarz machen. Da kriegt er aber eine Standardausstattung, weil hier die Komfort-Ledersitze für 8.000 kannst du gleich mal abschminken. Ich brauche nur GPS. Reifen nehme ich gerne BKT. Breitreifen Power Settings. So, rundum leuchten. Auch nicht. Natürlich. Hallo? Nee. Rixen, moin. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Joystick. Ich kann dir wirklich empfehlen. Es ist bestimmt von der Verarbeitung. Von der Verarbeitung hier und da nicht vergleichbar mit einem teureren. Aber hey Leute, da kostet einfach 89 Euro, glaube ich, gerade oder keine Ahnung, 80, 79, irgendwie sowas. Und dafür ist er echt durchdacht und hat auch eine sehr gute Qualität. Ne? Also ich bin zufrieden. Aber man muss bedenken, das sage ich immer dazu, bin ich ehrlich, der im Vergleich zum X52, da hast du fast keinen Widerstand, wenn du den nach links, nach rechts, nach oben, nach unten bewegst. Ne? Den Widerstand hast du hier und das mag ich. Weil bei dem X55 wusstest du nie wirklich, bewegt sich das jetzt schon oder nicht, wenn du ganz langsam machst. Und hier muss man wirklich ein ganz kleines bisschen Kraft auf, Kraft eigentlich nicht, aber so ein kleines bisschen drücken muss man hier, dass der Joystick sich bewegt. Aber er fühlt sich ähnlich an, zum Beispiel, wie jetzt in einem Merlot, den ich gefahren bin. Also es ist ähnliche Kraftzustände, die du da brauchst. Also es ist wirklich gut. Du kannst die Gruppen ganz einfach umschalten, erst Plug and Play angesteckt. Rixen, ich bin zufrieden. Und ihr wisst, ich empfehle nichts, was ich nicht wirklich mag. Ne? Aber ich habe ihm jetzt, was ich dazu sagen muss, ich habe ihn noch nicht genauer getestet. Ich habe angespielt damit, ich habe Dinge probiert, aber er ist noch nicht zu Ende getestet. Gib mir noch 2 Tage und dann gebe ich da auch per Video ein Statement dazu ab. Ne? Ey, das ist ein Ritter, mein Freund. Moin. So, Ausstellscheibe. Ja. Frontladeranbau ist, glaube ich, gar nicht schlecht, ne? Obwohl, nee, wir holen uns den Merlot, wir brauchen eigentlich keinen Frontlader. GPS kriegst du und dann willst du den in Schwarz haben.
Designline. Frontlader Felgenfarbe. Geht ja auch schwarz bei der Designline? Nee. Der Rest bleibt so. Okay, was hat man hier eingegeben? Wir hatten hier FG. Kannst du mal kurz gucken, was wir jetzt hatten? Ah. Hinten hatten wir FD, ne? Und dann 001, 002. FD, ich glaube, wir UV haben jetzt. UV 001. UV, wir haben ja FG. UV 001 FD hat der Renault. 048, ist auch wurscht. Das ist Nummernschild, interessiert mich so. So gar nicht, ne? Das ist der Fan aus dem Fanpack, der auch kommen wird. 04 wäre das. Ich auch OV 004 FD müsste es sein. Genau. Im neuesten Update, also das, da ist irgendwie gestern erst geupdatet worden, aber ist Work in Progress, ne? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon einen Sound hat. Das werden wir gleich mal testen, ob der schon Sound bekommen hat von was. Ich glaube nicht. Was schade ist, aber das kommt auf jeden Fall. Genau. Ja, den kaufen wir so. Und dann müssen wir uns noch für ein Mähwerk entscheiden. Hat er noch nicht. Okay. Schade. Was heißt schade? Kommt ja noch. Ist Work in Progress, ne? Puvel ist ja dran. Da hat er gerade noch andere Projekte. Ich habe ihn jetzt eigentlich gekauft. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dir noch ein Mähwerk dazu holen. Mähtechnik. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist alles zu groß. Ich glaube, das wird wieder die Kombo hier werden. Ja, das wird die Kombo wieder und fertig. Die funktioniert ja nur ganz gut. So, steht alles da. Kannst du loslegen. Wir werden noch ein bisschen. Achso, ich bin. Nein, muss ich ja gar nicht. Wir können mal kurz einsteigen. Oder mal kurz ringsrum gehen. Also man sieht ja schon Details, Details über Details und die Interactive Control Sachen sind noch nicht drin. Zumindest nicht von außen bedienen. Das kommt aber mit Sicherheit auch noch. Also auch die ganzen Decals, die sind alle überarbeitet, ne? Das ist alles neu gemacht. Gut. Wie auch immer, wir haben zu tun. Ab auf die 75. Dort sind wir stehen geblieben. Dort geht's weiter. Leider Gottes, jetzt habe ich meinen Hattrick zwar angemacht, aber ich müsste vielleicht mal noch. Ach, hier ist es. Nee, wo ist denn mein Hattrick? Ach, hier. Und mein Hattrick ist gar nicht an. Warum ist denn das nicht an? Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir nochmal runtergehen. Und der Hattrick spiele ich nicht. Aber das ist doch an. Also die Software ist an. Wir lieben es. Irgendwas ausgeschalten. Ich habe heute vorhin ein bisschen aufgeräumt. Ah. Hier war was ausgeschalten. Ah, Gersven Moinsen. Es ist wie immer. Geht nicht an. Borsti, Moinsen. Hä, was ist das denn jetzt?
öffne das Programm und guck doch, ob er auf deine Dings reagiert. Nee, da müsste ja grüne Lampen angehen. Das Programm ist ja offen. Das ist vielleicht nicht wegen der Cap. Nee. Der ein Licht ist immer an. Das ist einfach draufgeschoben. Das ist einfach drauf gemacht. Das funktioniert so. Genauso wie bei einer Cappy. Aber was ist jetzt genau das Problem? Ich verstehe es halt gerade nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe heute halt so ein bisschen mein Kabelmanagement aufgeräumt. Und dabei kann sowas immer mal passieren. Leider Gottes habe ich jetzt natürlich nicht nochmal kontrolliert. Das ist schon mal nicht. Ach Leute, ernsthaft. Wir lieben es. Das ist es aber. Und es steckt drin. Jetzt ist mein Hattrick ganz weggeflogen. Ah, live dabei im Chaos. Das ist das, was ich jetzt tatsächlich nicht verstehe. Weil es steckt. Ach, das jetzt. Jetzt geht's auch. Zumindest war es gerade an. Ich kann es dir nochmal zeigen, wie es einfach abgeht. Ja, das kann ich dir zeigen. Du hast quasi hier, ne, wenn du das siehst, das habe ich ein ganz kleines bisschen gebogen. Na komm, mach was. Sie macht es nicht, okay. Aber ihr seht es, ja. Die Hand davor halten, also dahinter. Du hast jetzt auch, Du musst die Hand dahinter halten. Klugscheißer-Modus an, ne? Das hier ein bisschen gebogen. Und dann habe ich mein Headset hier oben, das ist relativ dünn. Geht aber auch bei dickeren, ne? Habe ich auch schon am Razer gehabt. Und dann stecke ich das so drauf einfach. Also biege das ein bisschen und stecke das drauf. Ich muss dazu sagen, dass das nachgekauft ist. Das ist nicht das Original. Das Originale ist so leicht plastischer, ne? Und auch oben zusammengesteckt. Das habe ich nachgekauft, das ist direkt aus Metall, also aus einem Alu, ne? So, Headtrack funktioniert jetzt, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat, weil an war's. Das sind genau die Probleme, die ich mag, wenn man nicht weiß, was das Problem war. Und man es quasi nicht vermeiden kann beim nächsten Mal. So, machen wir uns schon noch was zu trinken, ja? So, jetzt aber. Ja, es sind immer die kleinen Probleme, die sind halt einfach da. Die wird man auch nie irgendwie wegkriegen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr schon vergessen, euer Headtracking drauf zu machen? Ich glaube, das ist unzählbar, oder? Also eigentlich mache ich es ja gar nicht ab, das bleibt eigentlich immer auf dem Headset drauf, aber
Manchmal mache ich es auch runter, wenn ich irgendwie gerade, wie jetzt gerade, dann fällt es runter und klickt weg oder sowas. Ich bin aber gerade auch drauf und dran, mir das mit Akku zu holen, was dann an der Seite ist. Da muss ich aber erstmal den richtigen Link dafür finden. Wenn jemand von euch hat, kann er mir den gerne mal zukommen lassen. Oder diverse Links finden, weil ich ja nicht immer gleich den erstbesten nehmen möchte, sondern schon so ein bisschen schauen will, was es da an Angeboten gibt. Wichtig ist, es muss Tracky Air sein. Weil das ist das, was das Beste, was ich getestet habe. Und das möchte ich auch wieder haben. Da möchte ich jetzt nicht umsteigen. Geht auch. So, gut. Das war noch alles dran. Okay, das ist eher ungewöhnlich. Dann machen wir doch mal hier. Die Frage ist, warum da jetzt losrollt. Ich habe CVT runtergenommen. Vielleicht ist das jetzt ein Problem, ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Ah, nein! Wir müssen nochmal runter. Huhu. Warte mal, ich guck vorher was. Weil für den Dominator hat mir der. Hat mir. Vasili einen Sound fertig gemacht. Warte mal, das ist unter dem Mod-Vorbereitung. Mod-Update-Vorbereitung. S4. Da ist er. Jawohl, wir müssen nochmal runter. Es tut mir leid. Speicherst du? Wir müssen noch mal ganz kurz runter. Ich will den Sound von Vasili für den Dominator haben. Da bin ich gespannt drauf. Und ich habe den vorhin gesucht und nicht gefunden. Hast du gespeichert? Ich habe den nämlich nicht gefunden und deswegen gesagt, okay, müssen wir den alten noch mal nehmen. Aber das tausche ich jetzt noch mal, weil da habe ich richtig Bock drauf. So, das heißt, den muss ich runterladen, genau. Dann muss ich S4. Dann löschen wir den weg. Ah, fuck, ich muss den sowas ausschalten. Stoppen. So, dann müssen wir den löschen. Und den wieder reinziehen. Also aktuell bin ich bei 64 Mod mit dem Dominator. Also 64 Mods finde ich echt sparsam. Also keine Ahnung. Mir fehlt bestimmt auch noch einiges, definitiv, aber. Das Güllwei-Pack drauf. Das ist DLC, das ist drauf, ja. Okay. Was hat er jetzt von rein Mod? So, das müssen wir wegmachen. Ja, da war ja schon mal aktiviert, genau. Geben wir dem mal ganz kurz Zeit im Server. Nicht, dass was schief geht. Müsste funktionieren. Starten. Genau. So, dann gucken wir mal, was Vasili wieder gebastelt hat. Janik Bassler, moin, Grüße, schön, dass du reinschaust. Ditte. So. Ihr seht hier, Gese ist auch wieder am Start, eventuell. Mal sehen, wie lange wir brauchen heute. Findet man auch wieder Gameplay bei uns von der Gese. Ich weiß nicht, wer kennt das Projekt Gese noch? Gute Ernten, schlechte Ernten. Gestern haben wir mal wieder drauf geschaut. Gab es noch was zu häckseln? Also, da ist auch noch viel zu tun. Das sind wir ja auch noch im ersten Jahr gewesen. Da liefen ja bloß 3, 4 Folgen. Habt ihr geschrieben, Discord? Schaue ich mir an.
Vielen Dank. Schaue ich mir an. Danke, danke. Weil das wird es bei mir definitiv noch werden, ne? Ach, hey, grüß dich, moin. Das wird es definitiv noch bei mir werden, so ein Clip für die Seite. Hab mich überzeugen lassen. War aber nicht dafür, weil ich will keine Kabel haben, definitiv nicht. Die anderen haben auch andere Kopfhörer mit Kabel und sowas, das möchte ich einfach nicht mehr. Ich bin froh, dass ich relativ befreit bin von Kabeln. Weil ich auch die Kopfhörer relativ viel aufhabe, weil wir uns relativ oft und viel hier aufhalten und viel im Discord sind. Und wenn man da schnell mal aufsteht, will man schon mal absetzen, irgendwo hinhängen, hinlegen und keine Ahnung. Achso, es kommen halt auch neue Sound-Updates. Ich krieg sonst von Vasili einen auf den Deckel. Ich muss heute Sounds releasen. Habe ich heute gesagt bekommen. Sonst gibt's Mord und Totschlag bei uns. Deswegen gibt es heute noch neue Sounds. Schatz, magst du mich daran erinnern, dass ich dann noch Sounds release? Ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ah, jetzt müssen wir die bestimmt neu kaufen, oder? Ach, schade. Hatte doch einen anderen Namen. Aber das macht nichts. Wir müssen uns bloß das Geld wieder gut schreiben. Was ich jetzt ausgebe. Schatz, das ist, würdest du bestimmt machen, übernehmen, ne? Na klar. Ja, ist nicht da. Nicht speichern bitte beim Runtergehen. Einfach runtergehen. Da stimmt was nicht. Bin ich halt eigentlich schon mal in der letzten Stunde schon mal nur 1 Zentimeter gefahren? Nein. Nur einen. Er ist aber da. Und ich verstehe nicht, warum er nicht funzt. So ist Strong F. Dominator. Er ist da. Also er ist da. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn nicht, muss ich den alten wieder nehmen. Da hat Vasili vielleicht irgendeinen Fehler gemacht beim... Anpassen. Aber das finde ich jetzt auch nicht raus, wenn er jetzt nicht da ist. Ich kann höchstens dann nochmal runterhauen und nochmal neu draufziehen. Das könnte ich noch machen, aber... Aber so ist das. Man startet ein neues Projekt, man braucht neue Mods, einem fällt was ein und ich habe auch keine Lust, mich 2 Stunden vorher, also bin ich wirklich, habe ich null Bock drauf, mich 2 Stunden vorher hinzusetzen und Mods rauszusuchen, was könnt sie gebrauchen, was nicht. Wenn mir auffällt, dass ich was brauche, dann ziehe ich mir das schnell drauf und das werdet ihr miterleben, weil ich dieses Spiel halt eben entweder im Let's Play oder halt im Live diese Karte spielen werde und deswegen wird es einfach so sein. Und es ist aber vielleicht auch nicht ganz uninteressant, was man draufzieht, was man nicht draufzieht. Wie heißt der Mod? Dominator. Also der muss drauf sein, definitiv. Ich habe ja gerade geguckt, auf dem Server ist er. Wenn ich das richtig sehe, habe ich den in der Cloud nicht gesynkt. Ja, ist doch erst da. Alles gut. So, müssen wir gucken, dass wir... Ich war wahrscheinlich zu schnell. Der Server braucht ab und zu mal ganz kurz, um alles, weil ich ziehe es ja quasi in die Cloud und nicht auf dem Server. Und der Server braucht einfach kurz, um das quasi zu aktualisieren. Wir sind da manchmal einfach zu schnell. Das muss ja schließlich erst ins in den Weltraum und dann zurück. Also brauchst du ein bisschen Zeit. So, jetzt können wir bloß hoffen, dass er nicht gespeichert hat. Ja, es steht noch oben. Sehr gut. So, mal gucken, ob das jetzt auch der ist, der Sound hat. Ja. Boah, hört ihr das? Es ist schon geil, was Vasili macht. Also das muss man wirklich sagen.
Was wir jetzt gleich noch machen müssen, bevor wir weiterfahren, ist mal einen GPS-Kurs wählen. Breite ist 6, 5 Meter. Ne, was waren die Breite nochmal? War die 5 Meter? Ne, 6 Meter 10, oder? Da macht doch schon wieder irgendwas. Breite war 6 Meter 10, oder? Jetzt mal gucken. Fünf Meter zehn. 5,10 Meter, ja, da haben wir uns sonst hier auch gekriegt, ne? Bild, jawohl, Paradeiros. Vielen Dank für den Tipp. Sound ist echt geil. Kommt bestimmt auch zum Download. Aber das weiß ich nicht. Erstmal hat er es nur für mich gemacht. So, mal ganz kurz die Linien anmachen. Das scheint zu passen. Ja, definitiv. Wir sind auch ganz stolz, dass Vasili bei uns im Team ist und da so viel für die Community macht. Liebe ich einfach. Lieben wir. Es ist halt ein ganz anderes Feeling irgendwie, ne? Lichter macht, geht dann das mit an? Nee. Schönes Modell auch, also wirklich macht echt Gaudi. Ist schon ein gutes Modell. Und der Sound dazu, das macht alles weg. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Stroh zusammen, Mensch. Ich glaube, eine Presse haben wir auch noch nicht drauf. Oder haben wir eine Bremse, die Presse mit drauf genommen? Ich glaube nicht. Die müssen wir auch noch drauf nehmen später dann. Ne, meine Presse ist nicht da. Die müssen wir draufziehen. Nehmen wir die von der Türenrot, oder? Ja. Elle, Moinsen. Welche meinst du davon? Rundballen oder Quader? Quader. Rundballen besser wird für die Göbei nehmen. Also willst du Stroh in Quader machen? Hä? Willst du Stroh in Quader machen? Ja, so wie das letzte Mal. Jo, Marcel, bis später. Vielleicht holen wir uns noch einen zweiten HW80 dazu dann später. Obwohl einer reicht erstmal für die erste Saison, dass wir ein bisschen Geld sparen. So viel Geld haben wir ja leider nicht. Müssen ja noch Güllefass und sowas kaufen. Riegel, Wender, Ballengabel. Ja. Ich glaube, wir müssen da auch nochmal einen Kredit aufnehmen. Das ist zu wenig mit, weil das
Glenda hat ja schon 1,5 Millionen gekostet. Der 11.01, ein Banküberfall, genau. Nee, wir erwirtschaften uns das. Wir brauchen keine Banküberfallen. Wir erwirtschaften uns das hier ganz ehrlich und Banküberfall gibt es bei uns nicht. Der Schwabensachse, moin, grüß mein Lieber, schönes Reinschaus, Glück auf. Ich glaube, wir fahren jetzt gleich mal die Bahn noch runter zu wieder ohne. Oh ne, wir können schon nicht weit anlassen. Wenigstens ein bisschen heu, ne? Ja, die ist halt rausgekommen, ne? Die alte Eiche, die werde ich mir auch anschauen. Da wird es aber bloß ein Video zu geben, glaube ich. Jawohl! Der Farmstick ist da. Auch dazu wird es ein kleines Video geben. Den alten verkaufe ich. Der geht raus. Wenn jemand Interesse hat, kann mir gerne schreiben. Gibt es zum sehr günstigen Preis. Er ist zwar erst 2 Jahre alt, aber ich glaube, ich wäre noch 200 Euro wert oder 180 oder sowas, aber den gibt es günstiger bei mir. Will ja kein Geld damit machen. Keine Ahnung. Muss ich überlegen. 100, 80, 70, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, mal ein bisschen stöbern. Aber mehr wie 100 auf gar keinen Fall. Ich glaube 180 ist er gerade drin. Ich denke, ich werde es so für 80 machen. So 100 weniger. Ich denke, das ist fair. Okay, und dann schreibe ich mal an im Discord. Können wir ja machen. Also voll funktionsfähig, ne? Bis zum Schluss hat er sein Zeug gemacht. Ist halt schon Signierung. Genau, also den Aufkleber mache ich nicht ab, der bleibt drauf, der musste leben. schicke ich dir ein paar Bilder zu. Hat bis zum Schluss gespielt, wie gesagt, ich bin einfach von der Software nicht überzeugt. Nun schreib mich einfach an, schreib mir einfach eine Nachricht, schreib's an Chris. Ich bin ganz oben bei uns im Discord, schreib's mir eine Nachricht. Und dann schreibe ich es dann an. Südangel, moinsen! Ja, kein Stress, ganz entspannt. Rennt ja nicht weg, steht hier. Wenn ich weiß, dass ihn jemand will, dann gebe ich ihn auch nicht weg.
Ich glaube, der Sound innen könnte noch ein bisschen lauter sein, oder? Oder außen ein bisschen leiser. Oh, sogar, habt ihr es gehört? Sogar Bremsenquietschen hat er mit reingemacht. Dieser Mann macht mich noch verrückt, echt. Dieser Mann hat echt Skills. So, ich steche mir nochmal durch, das soll dann reichen. Links, rechts. Nee, das macht ja komplett lauter. Also es macht ja komplett lauter und leiser. Ne? Es gibt ja keine Trennung zwischen innen und außen. Das muss man dann im Mod selber machen. Oh, das sag ich Vasili einfach und dann macht mir das dann. Wie, ja, na sicher. Wo kann ich denn bitte hier innen und außen einstellen? Ach so, ja, meine ich ja, es geht nur um Mod. Das, ja, das ist ja das, was ich sage. Ich dachte, du meinst jetzt, nee, das macht er auf jeden Fall. Vasili ist so, der macht, also für meine Begriffe, das ist mein persönliches Empfinden, ne? Kann auch sein, dass es jemand anders empfindet. Aber, ich fahre halt hauptsächlich in der Innenansicht und ich brauche auch innen den Sound ein bisschen, ne? Und für mich ist er gerade ein bisschen leise, vor allem im Vergleich, außen und innen, ne? Nee, ich glaube, der hat kein Interactive. Leider nicht, ne. Oh, ich habe ja mit 5 km/h ein bisschen. Bin ich ein bisschen drüber. So scheint der Ertrag relativ gut zu sein. Also relativ gut, ne? Aber ich benötige auch nicht unbedingt Interactive, wenn ich ehrlich bin. Ich benutze es relativ selten. Es ist ein cooles Gimmick, aber ich benutze es echt selten. So. Naja, können wir wieder auf 5 gehen, glaube ich. Funktioniert es eigentlich schon auf meinem Joystick, wenn ich so drehe? Nee, das macht es noch nicht. Vielleicht muss ich hier. Ja, guck, da macht das. Aber runter macht das nicht, er macht es nur hoch. Wow! Das müssen wir jetzt mal gucken, was da das Problem ist. Nicht, dass es bloß in Einseiten, dass es bloß hochdrehen kann, das glaube ich aber nicht. So. Wenn ich jetzt nach oben drehe, zack. Vielleicht muss ich es auch nochmal nach unten einstellen. Zack. So, Steuerung speichern. Okay, und dann probieren wir das doch mal. Jetzt macht das runter zu, jetzt macht das schon hoch zu nicht mehr. Doch, er macht es gut. Man muss einfach beide Seiten einstellen. Geht auch sehr fein mit Klick. Wirklich gut. Ich bin mega zufrieden. Jetzt können wir natürlich gucken, wenn ich jetzt das Profil wechsle. Macht das nicht mehr. Also er macht schon mal auf jeden Fall mit dieser Taste, die ich hier hin habe,
also die Taste ober, die obere Schusstaste quasi, an dem Joystick wäre es eine Schusstaste. Wenn ich die betätige, schalte ich quasi Profil um. Also kann ich dieses Rad hier doppelt belegen. Erstmal alles, was orange ist wahrscheinlich, kann ich doppelt belegen. Und das ist schon ultra geil. Und das kann ich im Spiel programmieren. Also belegen, sage ich mal. Ich muss es ja nicht mal programmieren, ich muss es nur belegen. Lass es schmecken, mein Lieber. Bei dem X52 musste ich es halt programmieren mit der Software, ne? Habe ich natürlich gerade. Ich habe ja auch sehr wenig Vorgewende gelassen. Einfach weil ich sehr viel Stroh gewinnen will. Also das ist schon mal echt geil. Das macht richtig Spaß. Das ist wesentlich feiner wie beim X52. Beim X52 habe ich so ein Rad überhaupt nicht. Weil ich kann es halt, also normalerweise mache ich es über den hier. Und das ist wirklich sehr ungenau. Also das ist wirklich richtig ungenau. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich am Joystick habe, kann ich hier auch schön am Joystick hoch und runter machen. Sehr, sehr geil. Die Haptik ist nicht ganz so geil, das muss ich wieder zugeben. Aber man bedient es halt auch anders. Ne? Von daher ist es auch wieder okay. Ich habe es schon belegt. Ne, jetzt habe ich noch nicht belegt. Das habe ich denn gleich hier genommen, ich glaube. Tempomat außen an ist das hier, das wäre ich unbelegen. Das gefällt mir hier drauf nicht. Jawohl, danke dir. Meld mich dann nach dem Stream, ja? Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, mit Sound ist das nochmal ein ganz anderes Feeling. Wenn man den richtigen Sound drin hat, bockt das nochmal umso mehr. Sound macht so viel aus. Puma müssen wir noch kaufen. Und dann sind wir ja auch schon fast pleite. Ja. Wunderbar. Lieben wir. Ich glaube auch, dass ich hier auf der Karte mal nicht unser Duport nehme, sondern das Winhuis. 16.000er von uns. Das haben wir noch gar nicht drauf. Das müssen wir auch noch draufziehen. Kannst du mal aufschreiben, Winhuis 16.000 plus 18 Meter Bommig. Weil dann können wir nämlich hier auf 18 Meter sehen. Ja, bei meiner Frau heißt, soll ich mal aufschreiben, die schreibt mir eine WhatsApp. Das ist normal. Ja, warum nicht? Du brauchst doch die Information dann.
Kann ich es auch gleich dir schicken? Ja. Ein Zettel hätte es auch getan. Hätte ich ja erstmal suchen müssen. Na, außerdem ich am Fahren, da hätte ich ja dich in der Kabine einen Zettel suchen können. Und dann noch einen Stift, der schreibt. Ach, machen wir hast jetzt ein Roleplay, Auto einen oder was? Stift gesucht, der schreibt. Na, in deinem Auto sowieso nicht. Das ist ja auch kein Auto. Das ist ja eine fahrende Müllhalde. Mach das nicht so schlecht, die Müllhalde hatte ich schon öfter von A nach B gefahren. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist halt eine fahrende Müllhalde. So viel kommt nicht runter, glaube ich. Also ich denke, nächste Saison, wenn das hier ausgedüngt ist, dann kriegt man ja ordentlich Ertrag. Aktuell kommt dann nicht viel runter. Wir haben noch ein Weizenfeld, weil ich mir einfach dachte, zwei sind besser. Genug Stroh. Ja, mit 5 km/h ist es halt dann doch ganz schön zeitaufwendig, ne? Aber ist okay. Ja, ich hätte hier noch eine Vorgewendebahn machen müssen eigentlich. Aber ich wollte halt eben wirklich so viel wie möglich Stroh rausholen. Und da ich das Vorgewende nicht, also keine Strohablage anmache, dachte ich, machst du plus 2, kommst du zu mehr Stroh. Hey, Kelterbub, mein Freund, Grüße. Schön, dass du reinschaust, freut mich. Lukas, Glück auf! Ja, ich glaube, ich kann jetzt eigentlich, ich mach's voll und dann fahre ich ab. Es wird, glaube ich, noch eine Bahn. Obwohl nicht ganz. Ich fahre jetzt ja einmal rechts rum und bin dann schon auf der Seite vom Abfahrer. Dann machen wir den Drescher natürlich auch kurz aus, den lassen wir nicht die ganze Zeit an. Außerdem hört sich so gut an, wie er angeht. A gute, Herr Matiz, moinsen. Grüß dich, Meiner. Safi, grüß dich, Meiner. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Und allen einen guten Start ins Wochenende. Ich glaube, Tegenathlet ist auch schon auf dem Weg nach Hause jetzt. Ich glaube, heute mache ich mir auch mal einen Schmeck auf. Später dann. Zum Feierabend. Aber solange nicht alle Feierabend hat, kann ich auch keinen Schmeck aufmachen. Das wäre ja unfair, ne?
Ja, das ist wirklich eine wundervolle Map. Ah, das muss man wirklich sagen. Wie gesagt, diese Brücke erinnert mich immer noch an die französische Karte. Aber es wird, denke ich, auf der Grundlage aufgebaut sein, glaube ich. Deswegen ist die auch da, wo sie ist. Wisst ihr es noch, diese französische Karte, wo es dann berghoch ging, wo man da auf der linken und auf der rechten Seite dann durch die Brücke durchfahren konnte? Also quasi die erste Originalkarte von Giants. An so erinnern kann ich mich nicht mehr. Aber Nee? ich habe die gespielt. Das war Pacus Karte, da war damals Kartenchef auf der Karte. Da hat er richtig Gas gegeben. Das war ein richtig geiler Hof, den wir da gebaut hatten. Es war aber auch ein Gemeinschaftshof. So, ich glaube ja, ich habe das CVT runtergenommen. Das merkt man halt jetzt wieder am Sound so ein bisschen. Und der Tod wieder hoch. Am Endeffekt macht das CVT auch nicht mehr. Ne? Es verändert den Sound und die Drehzahl. Aber im Endeffekt verändert sich gar nichts. Ne? Also es ist nur optisch, sage ich mal. Also wir haben das jetzt noch ein bisschen reingeschaut in das Teil. Und wir haben uns dazu entschieden, das wieder runterzunehmen. Oder zumindest in Zukunft so anzupassen für uns natürlich. Wir können es natürlich nicht verändern. Dass es wirklich eingreift, ne? Keine Angst, unsere Traktoren sind trotzdem dafür vorbereitet, dass die das können. Also auch das Casepack kann mit dem CVT umgehen, sodass, ne, jeder das nutzen will, das nutzen kann. Aber wir persönlich haben uns erstmal dagegen entschieden. André Moinsen. Weg ist ja schön gemacht, aber da fehlt mir so ein bisschen das Huckelige. Das könntet ihr aber euch denken, ne, dass ich da nicht so. Ich als alter offizieller Feldwegtester im LS. Mir huckelt es zu wenig. Das ist aber das einzige Negative, was ich bisher auf was ich über die Karte sagen kann. Danke, was warten, Günther? Sorry, ich habe nicht geguckt. Auf welcher Map meinst du? Ich bin auf der Palakne. Gib doch einfach mal Ausrufezeichen Map ein hier im Chat. Und da kommst du auch zum Original-Download-Link zu dieser wunderschönen Karte. Ich glaube, die Karte wird Palan ausgesprochen, aber ich habe auch nicht so wirklich Ahnung. Wine Time! Moin, Campervirus! Grüße! Ist schon Wine Time? Nee, bei mir noch nicht. Ich im Stream mache ich das ja nicht, deswegen. Macht mir ruhig den richtigen Schmackofatz so, dass ich da richtig Bock drauf habe, aber aktuell noch nicht. Aber gönnt euch.
Gönnt euch volle Bude. So, den nehme ich mal noch schön die Vorfahrt hier. Jawohl. Ach, da ist er abgebogen, von daher. Habe ich überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, bei uns auf der Dürrenrot haben wir das ja auch. Ach, und du musst jetzt hier rausziehen, oder was, du kleiner, piep, piep, piep. Manche Leute, ne? War der denn schon drauf auf der, neuen Karte? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Wie heißt sie denn? Ich stand noch gerade irgendwo. KI-Verkehr original französisch. Ja, definitiv. Die ziehen auch keine Handbremse an. Die parken ja einfach an dem anderen Fahrzeug vor einem. Habe ich live gesehen. Habe ich live gesehen. Die Haberon, genau. Ich glaube, ich habe ein bisschen weit ausgeholt, oder passt das? Ne, es passt. So, zweite Ladung. Weizen ist im Bunker oder geht gerade in den Bunker. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. Was ich jetzt ein bisschen bemängel, ist, dass entweder hier was nicht stimmt, weil es geht nichts raus. Okay, was ist das für ein Bug? Hä? Was ist das denn? Ist der Bunker voll? Nee, Quatsch. Leuchte alle dran? Naja. Es geht nicht raus. Ja, E-Weizen. Hä? Hast du I gedrückt? Guckst du meinen Stream? Ja, aber ich weiß ja nicht, ob du es gedrückt hast auf der Tastatur oder auf dem Pad. Die Taste funktioniert ja. Aber es geht nichts raus. Die Anzeige und alles ist da, dann aber. Nimmt der Weizen dort nicht an? Hä? Ich hab doch schon Weizen reingekippt. Okay. Das ist neu. Kennt das Problem jemand? Hat das schon mal jemand gehabt? Kann ich nur mal neu in den Trigger reinfahren? Aber hier musst du doch ausladen, oder? Ne, hier ist ausladen. Es geht doch. Er macht's doch. Er wird's doch sonst nicht machen. Er wird doch auf I sonst nicht reagieren. Aber es passiert nichts. Optisch macht das, aber Kannst du die Abladeseite mal ändern, dass du hinten ablädst? Oder vorne oder so? Ja, mit U mache ich das, glaube ich.
Jetzt kippe ich zur anderen Seite. Passiert auch nichts. Also an der Abkippseite liegt es schon mal nicht. Soll ich mal einsteigen? Ja, probier du mal. Mir geht's raus. Was? Es geht raus. Bin ich auf dem Hof? Ja. Ich wechsle mal kurz den Hof. Das hab ich schon gemacht. Kabel, das hab ich alles gemacht. Moin, Heiko, Grüße. Moin miteinander. Das ist kurios. Also ich hatte das Problem, weil ich eine Doppelbelegung hatte. Deswegen funktioniert das bei mir nur mit Tastatur, nicht mit dem... Nee, aber es geht ja. Es kippt ja. Ansonsten wird es sich kippen. Wenn ich die Taste I irgendwo drauf lege und die funktioniert nicht, dann fängt er nicht an mit kippen. Das Problem hatte ich auch mal gehabt. Ich weiß aber nicht, warum das weg ist oder seit wann. Das war jetzt gerade kurios. Ja, manchmal muss man doch neu reinfahren in den Triggerpoint, das stimmt. Alter! Du hast den Führerschein auch in der Hüftburg gefunden, oder? Der Hüftburg. Den Spruch kenne ich noch gar nicht. Das ist neu. Hab ich aufgenommen, mein Repertoire. So aufgenommen. Also wirklich schön gemacht, die Karte, muss ich sagen. Ja, die ist echt hübsch. Ist wirklich hübsch. Mich verwirrt das bisschen, dass im Sommer Weihnachtslieder in der Kirche gespielt werden, aber sonst. Das stimmt, das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich bin ja auch so selten bei der Kirche oder in der Kirche, von daher interessiert mich das auch nicht. Naja, aber es würde stören, wenn davor das Bier geben würde. Dann wird es schwierig. Aber solange es Bier gibt, stoppt mich auch die Musik wieder nicht, ne? Oh, da weiß ich nicht. Auf die Offlum für Konsole. Offlum sagt mir gar nichts. Hab halt mein erstes Video bei YouTube hochgeladen. Ziel ist es irgendwann wie Agrarplay bei euch mitzuzocken. Ah, okay. Ja, muss ich Ziele setzen, ne? Bleib bitte stehen, Fahrzeug. Aber das ist doch nicht abhängig von YouTube. Also weil du sagst, du willst da mitzocken. Oder wie meinst du das? Du meinst, dass man auf dich aufmerksam wird oder so? Ich glaube, wichtig ist es da, sympathisch zu sein und dazu zu passen, ein gewisses Alter zu haben.
Das zählt übrigens auch für unser Gameplay. Weiß ich, will jetzt nicht sagen, dass wir sympathisch sind, aber die Sympathie untereinander muss passen. Naja, wir haben gestern jemanden aus dem Discord geschmissen, weil er kein Bautzener Senf im Kühlschrank hat, also. Ja. Fakt. Es gibt Regeln und es gibt Grenzen. Und wenn jemand Löwensenf im Kühlschrank hat, das geht nicht. Das ist, die Menschen machen mir Angst, die sowas haben. Jetzt gehen sie alle in ihre Kühlschränke und gucken, was sie für einen Senf im Kühlschrank haben. Oh, tatsächlich. Ja, vorsichtig. Können Moderator die Moderatorrollen von anderen wegnehmen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das kann nur ich. Senf schmeckt kacke. Oh, Falk. Sowas kannst du doch nicht öffentlich sagen. Partybeats, moin. Nee. Genau, Löwensenf ist. Löwensenf, ich sag schon Löwensenf. Bautzner Senf ist Pflicht. Ja. Das sehe ich auch so. Ohne Bautzner Senf geht die Welt zugrunde. Es gibt Leute, außerhalb, also innerhalb der EU, aber außerhalb dieses Landes, die lassen sich den von uns schicken, weil es den bei denen nicht gibt. Die Alteiche, nein, tatsächlich nicht, aber die ist seit heute draußen, ne, oder seit gestern. Ich werde sie mir anschauen, ich werde ein Video drüber machen, glaube ich. Kleines, angezockt oder so. Angezockt macht doch schon Felix. Ja, dann nennen wir es halt angespielt. Was ist denn? Es geht doch nicht darum, wie es heißt. Angespielt, irgendwas macht halt. Irgendwie schimpft sich das bei ihm auch so. Dann nennen wir es halt Let's Taste. So. Ja. Du hast anscheinend Tommy Jan, wir müssen reden. Also ich bin gerne für Prävention bei dir bereit. Das heißt, ich schicke dir gerne Bautzner Senf, ne? Auch gerne in einer 10-Liter-Variante. Aber Tommy geht nicht. Nee, also gar nicht. Jan. So, es ist so. Ich weiß, jetzt ein Fettnäpfchen, wo du reingetreten bist, aber Tommy ist echt schwierig. Aber das wäre doch mal interessant. Es sind jetzt, glaube ich, was an die 100 Leute da oder 80 oder sowas. Schaut doch mal, was ihr von Senf im Kühlschrank habt. Das würde mich echt mal interessieren. Also ich muss nicht schauen, ich weiß, was wir haben. Nämlich Bautzner. Ja, wo es den nicht im Kaufland gab, gab es halt keinen Senf. Oder im Supermarkt. Punkt, das Ende. Da kannte ich nicht sicher. Ich esse keinen anderen Senf. Ich mag auch keinen anderen Senf. Auch Tommy. Rewe hat es mir als Alternative getauscht. Die machen das ja automatisch beim Lieferdienst. Weil Senf ist doch nicht pervers. Senf ist ja wohl Grundnahrungsmittel. Zu einer Bratwurst gehört Senf. Campervirus. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe die Hoffnung schon verloren. Oh, ein normaler. Ja, ja, genau so ist es. Den gibt es nämlich auch nicht überall, ne? Bautzner. Du kannst doch. Schumi, du kannst. Schumi, bitte. Du kannst doch nicht Bautzner Senf haben und dann mit Löwensenf würzen. Das ist doch wie wenn du. Wenn du mit Scheiße putzen gehst. Das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Alter Falk, bitte was? Zu einer schönen Bratwurst oder Frikadelle gehört Mayo. Alter. Mayo auf die Bratwurst. Gibt's da was von Ratioform? Tun sich Abgründe auf. Ich bin tief getroffen von diesen Aussagen von euch.
Also ich esse Mayo ja auch gerne, aber doch nicht auf die Bratwurst. Adresse ran, kriegst von mir einen 10 Liter Eimer Bautzner geschenkt. Ich bin getroffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste ja nicht, dass die Welt so kaputt ist. Ja, doch, doch. Es ist ja wirklich schlimm gerade auf der Welt. Aber zum Streambeginn wird mir Radler empfohlen und danach höre ich, dass sich jemand Mayo auf die Bratwurst schmiert. Ja, was ist denn hier los? Ist auf deiner Seite, mein Schatz. Guck mal. Siehste. Einen Freund hast du noch auf dieser Welt. Nein, Kappervirus hat auch geschrieben. Mehrere. Okay. Radler Bratwurst, lecker. Tja, Wasser und Bier hat das Ganze doch noch i-Tüpfchen aufgesetzt, genau, Wasser und Bier. Ich bin doch keine Remoulade. Ich kann nicht mehr. Ihr wollt mich heute fertig machen, oder? Ich glaube auch. Also wir müssen auch für unsere Uncut-Zuschauer, ihr könnt euch das mehrfach anschauen, weil ihr werdet es nicht glauben beim ersten Mal. Einfach nochmal zurückspulen und euch das nochmal reinziehen. Es gibt Menschen, die trinken Radler. Es gibt Menschen, die trinken alkoholfreies Radler. Warum auch immer, Radler ist kein Alkohol. Und dann gibt es Menschen, die kippen Bier in ihr Wasser. Und zu guter Letzt will mir jemand weismachen, dass er sich Mayo auf seine Bratwurst schmiert. Unglaublich. Als gibt es nicht genug Elend auf diesem Planeten. Nee. Wahnsinn. Unglaublich. Ich glaube, ich weiß, wie ich dieses Uncut nenne. Die Abgründe des Lebens oder so. Falk ist voll in Fahrt. Das ist nicht der Antichrist, sondern der Antisenf. Aber was ist jetzt gegen. Also, was ich gegen Löwensenf hab? Ja, nix. Ich hab nichts gegen Löwensenf. Das ist für mich einfach nicht existent. Ich hab das aufgenommen. Wir waren ja auf Tour und haben zum Grillen eingekauft. Also, ich nur Tonmann quasi von der Band. Und ich bin so im Wagen, der hat so ein bisschen gefilmt, was er macht. Und dann greift er quasi wirklich zum Löwensenf. Und ich sag: Alter, vorsichtig. Wir waren doch bis jetzt Freunde, oder? Und dann guckt er mich an. Seine Hand geht automatisch nach links zu Bautzner und ich sage, so ist fein, ein feiner. Genau, so sieht's aus. Ding-Athlet, schönen Feierabend. Genieß ihn. Musst du morgen auch nochmal ran oder bist du durch? Aber guck nicht so genau hin, hier tun sich gerade Abgründe auf meinem Chat. Also ich find's schon schwierig, ne? Ich sollte diesen Stream vielleicht nicht FSK 18, sondern FSK 84 nennen oder sowas. Dass man hier die Menschheit nicht so. Ja, dass die gleich einen Herzinfarkt kriegen und direkt ins Grab beißen, oder warum? Wie bist du denn drauf? Na, wenn du den FSK 84. Ich möchte mich offiziell für meine Frau entschuldigen. Die meint das nicht so. Nee, ich hab. Na dann. Ah, schwer zu erklären. Na dann, guten Start ins Wochenende. Warte, ich lese es nicht zu Ende. Ich mache jetzt einfach meine Augen zu, Falk. Ich mache meine Augen zu und möchte es gar nicht lesen, so. Ich habe es doch gelesen. Weißt du, was noch besser ist, wenn man auf Brot statt Butter Mayo schmiert und dann Schinkenwurst? Das war mal so ein Prinzip von mir, keine Leute in meinem Stream zu beleidigen.
Aber du beleidigst ja quasi das Essen. Das ist ja unfassbar. Also, was du sagst, ist ja gar nicht so falsch. Ich mag auch Mayo. Das ist nicht so, dass ich keine Mayo mag. Es gibt bloß Dinge, die gehen nicht. Ne? So wie Ketchup im Quarkkuchen. Ne? Oder, geht nicht. Naja, bei der Salami bin ich aber auch eher Fraktion Ketchup. Schnitzel mit Mayo. Gut, Schnitzel, Pommes, Schranke, ja, bin ich dabei. Aber ein Schnitzel mit Mayo. Oder Pizza und Mayo. Kann es sein, dass du... naja... Die Pizza mit Mayo ist okay. Also nicht die Pizza an sich. Naja, wie soll ich sagen? Nee, ich glaube eher, Falk meint das alles andersrum. Mayo mit Pizza. Weil wenn ich jedes Gericht, ne, dann... Ja. Kennt jemand Symphonie Premium Whisky? Senf von Altenburger Original? Das soll wohl der Beste im Ranking sein. Was? Altenburger Senf? Das kannst du nicht im selben Satz mit Beste nennen. Da wurde am Ranking gefuscht. Ich glaube auch. Die haben vielleicht den Senf gegessen und waren dann benebelt. Wo ist denn dieser Pascal, wenn man den mal braucht? Mann. Na, ja, warte, stopp. Das ist wieder ein Satz, den ich mag. Mayo ist WD-40 fürs Essen. Diggi, jawohl. Also außer, dass du nicht recht hast, ist der Satz echt gut, muss ich sagen. Ich würde ja sagen, ich teste das mal, aber an meinen Körper kommt nur Bautzner Senf. Also an und in. Ihr habt schon richtig gehört. Nee, Altenburger Senf sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts. Und Altenburg ist jetzt nicht weit weg von mir, ne? Genau, WD-40, das Deo von Männern aus Stahl. Ganz ehrlich, wer von euch hat kein WD-40 zu Hause? Und es gibt, auch da gibt es kein Ausgleichs-, also Ausweichprodukt. Ich wollte auch sagen, ist da Gold drin oder was? Ich werde beim nächsten Bissen Bautzner an... ich denke, das ist zu weit hergeholt, aber wenn ich deinen Namen wieder lese in meinem Chat, werde ich definitiv wissen. Ach, lassen wir das. Komm. Ah, moin. Mayo schreibt, Altenburger Senf ist nicht verkehrt. Kommt nicht an Bautzner ran, aber schmeckt trotzdem. Puh. Promo. Meinung zur Map. Ich finde, das ist eine der detailreichsten und liebevoll gestaltetsten Map im LS bisher ist. Natürlich nach unser Dürnrot. Nee, es ist schon enorm. Aber mich stört, dass die Feldwege keine Bewegung haben. Das ist ein großer Nachteil, finde ich, dass die Feldwege sich nicht bewegen. Paul, übrigens, moin, mein lieber, grüße, schön, dass du reinschaust. Die Map ist wunderschön. Es macht Spaß, darauf zu fahren, nach links, nach rechts zu schauen. Die Infrastruktur ist schön gebaut, die Gebäude sind schön gebaut, der Hof ist phänomenal. Aber wenn ich über einen Feldweg mit dem Traktor und dem Hänger fahre, will ich, dass sich was bewegt. Ansonsten ist es kein Feldweg. NJ, moin. Die sollten ja auch lieber da liegen bleiben, wo sie sind, oder? Was jetzt genau? Mayo außer ein Pommes mit Ketchup zu essen, ist wie Fensterputzen mit einem öligen Lappen. Kannst du machen, ist aber für den Arsch. Das finden wir spitze.
Ja, wie gesagt, also die Karte ist wunderschön. Bis auf die Feldwege, die sind mir einfach zu flach. Die sind zu ebenerdig, ne? Das macht keinen Spaß, die Feldwege zu fahren. Naja, der Traktor soll sich bewegen natürlich, aber die Feldwege müssen ja uneben sein, ne? So, ich meine, das kann man sich selber gerne beheben. Also um Gottes Willen, das ist schon wieder Nörgeln auf hohem Niveau. Weil man kann ja selber das an der kann es ja selber sich ein bisschen. Oh, was ist denn hier los, ey? Kann man sich ja selber ein bisschen anpassen, sage ich mal. Und ein bisschen hoch und runter machen. Palakne jetzt also neues Main-Projekt. Das ist mein ganz alleine. Ich und meine Frau oder mal jemand, der aushilft, aber ansonsten bleibe ich auf der Karte alleine tatsächlich. Also Hauptakteur bin ich auf der Karte. Meine Frau hilft mit und halt jemand aus dem Team, wenn man mal jemand braucht oder sowas, ne? Also bitte probiert diese Karte. Also die hat es verdient, einfach wenigstens mal downgeloadet zu werden und mal angespielt zu werden. Die ist wunderschön. Wie gesagt, mich als alter LS-Feldweg-Fetischist, mich triggert es halt, dass die Feldwege tatsächlich so glatt sind und sich nicht bewegen. Ne? Also dass da. Das heißt nicht die Feldwege, sondern dass halt der Traktor sich nicht bewegt. Ach, bei Döner ziehst du jetzt die Grenze oder was? Das ist ja lächerlich. Schmierst das Zeug sogar in deinen Kaffee, aber beim Döner, da ist die Grenze. Was ein Typ. Auch Geilo. auf Döner. Was? Nein, er schrieb. Gehört an alles. Ach, alles auch. Dann habe ich mich tatsächlich verlesen. Ich nehme alles zurück. Wo habe ich denn jetzt hier das Abfahrmoped geparkt? Hier. Döder und Mario. Das habe ich tatsächlich schon aber öfter gehört. Auf Tour. Im westlichen Ausland. Im kapitalistischen Schokolade Ausland. eher. Nee, Und Döner, nicht die haben direkt Mario. Mayo drauf geschmiert. Ja, ich weiß, ich mag das mit Remoulade. Luke, unser Videomann, der schmiert sich da Mayo drauf. Nein, ich mag Remoulade auf Döner. Ich bin da auch ziemlich eklig, wahrscheinlich. Nee, ich meinte nicht dich. Ich meinte ein Kollege von mir, mit dem ich oft auf Tour bin. Der ist aus dem Westen und der schmiert sich quasi Mayo auf sein Döner. Was ja schon wieder anders schwierig ist für mich. So, aber es tut mir leid, ich muss jetzt hier einmal ganz kurz einen musikalischen Wechsel vollziehen. Das ertrage ich nicht länger. So. So, bin ich jetzt hier eigentlich voll? Nee. Jetzt bin ich schon genau davor stehen geblieben. Richtig clever. Diskussion führen wir jetzt aber nicht aus, bitte. Nee, natürlich nicht. Ich mag die Diskussion auch gar nicht. Das alles Blödsinn ist, wir leben alle auf demselben Planeten. Und wenn ich sowas mache, dann ist es bei mir definitiv immer Spaß. Mein neuer Mario-Freund, hau rein. Gute Besserung.
Und danke für die triggerreiche halbe Stunde jetzt. Hast du ein bisschen getriggert, hat es mich schon, ja. Vor allem, weil ich ihm glaube, dass er das ernst meint. Alles gut, mich ist. Wie gesagt, wir sind hier, um Spaß zu haben und ich meine. Er meint es auch ernst. Ja. Wenn es dir doch schmeckt. Hau rein, ich gönn's dir. Vom Herzen. Wie Camperwürsen schreibt, das Mayo möge mit dir sein. Ich glaube, es ist auch so ein Dauerabnehmer von Reni räumt den Magen auf, oder? Hey, Kämmer, mein Lieber. Erstmal Werbung ausmachen. Ja. Dankeschön. Danke für 4 Monate Support. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Schön, dass du da bist. So, also, wir haben heute schon viele Abgründe aufgetan. Ich hoffe, das war's für heute. Mehr als verkraft meine Nerven einfach nicht. Ne? Ich habe heute schon ganz schön geschluckt, als es hieß, alkoholfreies Radler. Da war es bei mir schon kurz aus. Und dann jetzt noch diese Mayo-inflationäre Geschichte. Das tut meinen Nerven nicht gut. Bitte schont mich. Ich habe noch Hoffnung in den Planeten. Ich habe noch Hoffnung auf Besserung. Wenn mir aber die Leute erzählen, dass sie sich Mayo auf ihren Döner hauen, dann ist es halt immer schwierig, ne? Oder auf die Bratwurst. Döner von mir aus, da kann man nichts mehr falsch machen. Aber auf die Bratwurst. Stell dich mal vor, ihr geht zum Kumpel zum Grillen. Schönes Bierchen und schön am Feuer und der Grill ist an. Und dann kommt jemand und kippt euch Mayo auf die Bratwurst. So, wir mal Stromablage kurz aus. Die Ecke hier. Das wird genau. Oder was? Oder Wasser ins Bier. Entschuldigung, das habe ich ja ganz vergessen, dass das halt auch noch Thema war. Wasser ins Bier. Nutella-Brot mit Käse habe ich tatsächlich schon probiert. Das ist wahrlich gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Gerade im französischen Raum macht man solche Dinge. Das ist jetzt im Endeffekt nichts anderes, wie ich mir Marmelade auf den Käse schmiere, ne? Na logisch, dass es dann schmeckt, wenn ich mir auf meine Tofu-Wurst Mayo schmiere. Weil das Tofu an sich kann ja nicht schmecken. Also schmeckt man ja den Mayo. So. Das ist eine ganz andere Sache. Meistens nimmst du dann vegane Mayo, ne? Vegane Mayo, genau. Also sorry, wenn ich das sagen muss, und ich habe auch schon vegan und vegetarisch gut gegessen, aber wer Tofu isst, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Es schmeckt halt einfach nicht. Es schmeckt halt nach dem, was du ranmachst.
Und wenn du Mayo ranmachst, dann schmeckt dein Tofu eben nach Mayo. Und nein, ich habe nicht nur preisgünstigen Tofu gegessen, sondern auch teuren und auch im Catering. Und es schmeckt einfach nicht. Selbst Veganer sagen, dass Tofu nicht schmeckt. Aber gut, Geschmack ist ja eh irgendwie so eine Sache, ne? Also es gibt tatsächlich gute vegane und vegetarische Alternativen zum Fleisch auch direkt, wo man sagt, okay, das ersetzt das schon ganz gut, ne? Aber Tofu ist für mich keine Alternative. Wobei ich den veganen Käse nicht verstehe. Weil? Also veganer Käse schmeckt für mich überhaupt nicht und ich habe schon so viele Sorten probiert. Es ist so chemisch, wo ich nicht verstehe, wenn du doch vegan isst und auf deine Gesundheit achtest und auf die Tiere achten möchtest. Meistens ist ja auch gleichzeitig die Gesundheit mit im Spiel, warum man dann sich veganen Käse holt, der nur aus chemischen Produkten besteht. Weil man halt keine tierische Produkte verwenden will. Also. Ja, ich habe doch gerade gesagt, wenn man dann, wenn meistens vegan auch mit der Gesundheit spielt, naja, aber und auf seine Gesundheit achtet, warum man dann noch mehr chemische, ja, eigentlich nur Chemie in seinen Körper macht. Das ist eine falsche Aussage, glaube ich, weil beim Veganen geht es weniger um die Gesundheit, wie tatsächlich um auf tierische Produkte zu verzichten. Also das ist ja die Philosophie dahinter. Vegetarisch, da ist das eine Aussage, die treffend wäre, aber jetzt beim Veganen ist es ja wirklich, dass du bewusst auf tierische Produkte verzichtest und somit halt auch auf Ei, Milch, sonstiges so, ne? Und da halt immer Ersatzprodukte nimmst. Und das kann ich jetzt mal ernsthaft geredet nachvollziehen. Also ich will jetzt ja kein Veganer oder Vegetarier dissen oder sowas. Das ist halt meine Ansicht. Ich mag es halt nicht. Ne? ja, genau. Ich mag ja den veganen Obstsalat. Das ist ja alles übertrieben. Das ist ja, ich meine, ihr wisst ja, woran man Veganer erkennt? Er wird es dir erzählen. So. Weißt du, es ist, mein bester Kumpel ist Veganer und in die ersten 4 Jahre wusste ich das nicht. Weil es mich einfach auch, genau, vegetarisch. Weil es mich auch einfach nicht interessiert und ihm das auch wurscht ist, was ich in mich reinstopfe, ne? Er lebt danach und das finde ich okay und das ist sein Ding und gut ist. Und für die Leute muss es natürlich auch die Produkte geben und das ist alles gut, ne? Aber man muss mir nicht erzählen, dass ich jetzt einen veganen Obstsalat esse. Und das gibt's ja wirklich, das ist ja kein Scherz. Es ist ja wirklich, dass es Produkte gibt, ne? Veganer Obstsalat. Wo ich sage, ja, dürfen da keine Tiere dran lecken oder was ist da jetzt das Ding? Naja, veganer Obstsalat ist einfach, dass das nicht mit Joghurt ist. Mit tierischem. Deswegen steht da meistens Veganer drauf. Ja, an meinem Obstsalat, da war nie Joghurt dran. Also im Obstsalat war es bei uns Obst. Verschiedene Sorten drinnen, noch ein paar Nüsse ran und feuerfrei. Ne? Genau, das sorgt halt dafür, dass die wirklich danach leben, quasi so ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden. Und das ist halt schon wieder nicht cool, weißt du? Also finde ich zumindest nicht. Und ich finde es halt gut, dass sich Menschen bewusster ernähren und sich keinen Schrott aus dem Aldi in den Hals stopfen. Ich finde das wirklich gut. Es ist nichts Verkehrtes, keine verkehrte Sache. Tut auch niemandem weh. Dieses ständige davon, was dann sollen sie ihren Obstsalat doch mit Essig-Öl-Dressing essen, auch vegan. Ja, wie gesagt. Also ich kenne das zum Beispiel, einen Obstsalat kenne ich gar nicht mit Dressing. Gar nicht. Bei uns war der Obstsalat verschiedene Sorten Obst. Bisschen Zitronensaft dran und Rosinen und Nüsse, ne? Das war bei uns Obstsalat. Genauso ist es. Obst, Zitrone und Walnüsse. Und ab und zu noch Rosinen, wie gesagt. Aber nicht jeder aus der Familie hat Rosinen gemacht. Deswegen gab es da immer 2 kleine Schüsselchen. Also ich habe es immer gerne mit Rosinen, weil ich mag Rosinen.
Ich glaube, mein Vater mag Rosinen nicht so. Ich wusste es aber gleich gar nicht, ob es mein Bruder war oder mein Vater. Und für die gab es halt eine Schüssel ohne Rosinen. Ist auch kein Thema. Aber diese ganzen Ersatzprodukt-Wahnsinn, ich meine, hey, es gibt wirklich momentan eine Mode und das müsst ihr euch durch den Kopf gehen lassen. Das kann ich dann wirklich nicht mehr nachvollziehen, ne? Wir essen jetzt eine Bowl. Was ist eine Bowl? Eine Bowl ist ein nicht umgerührter Salat. Das ist eine Bowl. Also es gibt, ich finde sonst keinen wirklichen Unterschied. Also klärt mich bitte sonst auf. Was ist der Unterschied zwischen einer Bowl und einem Salat? Also, ne? Ob das jetzt Nudel oder Gemüse oder was auch immer für eine Bowl ist. Aber was ist der Unterschied von einer Bowl zu einem stinknormalen Salat? Und das ist auch nicht Dressing oder Unterschied oder sowas, weil das habe ich mir erklären lassen, dass man da alles ranmachen kann, ne? Aber was ist jetzt der Unterschied? Also kaufe ich eine Bowl für mehr Geld? Genau, genau das meine ich. Eine Bowl kann man eben für 5 Euro mehr verkaufen. Genauso wie ein Smoothie. Ich kaufe quasi ein Glas mit 0,5 Litern voll zermatschten Obst und verlange einfach 5 Euro mehr dafür, ne? Hey Jan, schöne Schicht dir, ne? Bleib gesund und so, lass nicht wehtun. Und das, genauso sehe ich das. Also kann ich falsch liegen, aber genauso sehe ich das. Also ich kauf einen Smoothie in einem Glas und bezahle dort 6 oder 7 Euro dafür. Ne? Also 0,5 oder 0,4 vielleicht sogar. Wenn ich diese 7 Euro nehme und in Obst stecke, das mit nach Hause nehme, mir quasi in den Mixer schmeiß, kann ich 3 Liter Smoothie machen. So. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere das echt nicht. Und ja, ich trinke auch sehr gern Smoothie, aber ich werde nie einen fertigen Smoothie kaufen. Wenn, kaufe ich mir Obst und nehme das Wasser aus der Leitung und dann Feuer frei. Sachsel, moin. Christian. Ich hab's noch nicht probiert, wir haben noch keine Türe, das dauert noch. Das dauert noch ein ganzes Stück. Wir müssen noch ein bisschen Silage machen auf der Wiese. Und dann brauchen wir auch noch Heu. Und erst dann kann ich Kühe kaufen, damit ich sie füttern kann. Ich meine, das Feld haben wir ja auch gleich runter. Ich würde dann den Drescher vielleicht sogar schon zum nächsten Feld umsetzen auf die. Die 6. Ne, warte mal, die 6. Ah, du hast die Wiese, ist die 6. Ach, 67 ist noch Weizen, oder? Kannst du mal kurz gucken? Komme ich denn da hin? Da muss ich ja einmal die Straße entlang, da runter und dann da wieder hoch. Und da ist, habe ich eine Einfahrt auf die 67. Ah, die muss da sein, weil ansonsten gibt es ja keine mehr. Wild. Der Dominator schluckt ganz schön. Möchten wir uns auch noch so einen Dieselwagen kaufen, ne? Ja.
Ja, aber das fällt auch fast runter hier, Mensch. Das erste Feld auf der Karte im neuen Projekt. Paco Banks, moin! Ah, hier muss noch ein bisschen an der Physik was gemacht werden, glaube ich, weil der reagiert zu heftig, finde ich. Man tippt das Gas bloß an und ist schon sonst wohin gefahren. Es sind noch ein paar Bahnen, aber viel ist es nicht mehr. Aber ich müsste, glaube ich, nochmal abfahren. Oh, jetzt ist mein Akku leer. Ich weiß es nicht. Wieder nicht dran gedacht. Das ist auch was ich immer wieder vergesse, vom Stream den Akku zu wechseln. Aber mit dem Dominator macht es echt Spaß mit dem Sound, ne? Fehlt bloß noch ein bisschen Physik, glaube ich. So, wo steht jetzt eigentlich mein Deutz? Da drüben. Dann setzen wir noch einmal rüber, dann tanken wir ab, fahren nochmal ab. Und dann sollte ich eigentlich den Rest noch mitkriegen. Und dann fahren wir den Hash-Drescher noch zur 67, war das, glaube ich. Und dort geht es dann in der nächsten Folge weiter. Glaube ich. Mal sehen, vielleicht machen wir heute auch noch ein bisschen was. Gucken. Jetzt muss ich aber gleich mal Akku wechseln, weil sonst höre ich nichts mehr. Ja, also der reagiert mir zu heftig hier, muss ich sagen. So, dann machen wir den nochmal kurz aus, wenn der abgebunkert hat, dass dann nicht jetzt die ganze Zeit an ist, ne? Das war aber in dem Vorschauvideo schon so, also das ist, ich denke, das ist bewusst so. Vielleicht ist es da auch irgendwie ein Gag oder irgendwie eine Tradition oder irgendwas, weiß man ja nicht, ne? Hatte ich auch schon.
So, dann fahren wir erstmal schnell ab hier. Mal sehen, ob ich jetzt abschieße, mal sehen, ob ich jetzt abkippen kann. Oh ja. Könnte ich eigentlich auch hier unten lang fahren bei der 67, da könnte ich mich gleich mal gucken. Ja, kann ich prinzipiell auch. Wir fahren jetzt mal einen anderen Weg. Könnte ich gleich mal gucken, ob da eine Feldeinfahrt existiert, ob ich die malen muss. Aber die war, glaube ich, da hier, oder habe ich die gemalt? Ne, die war, glaube ich, da. Ah, okay, cool. Danke für den Kontext. Hey Monster Bernie, mein Freund, schön, dass du reinschaust. Straßen sehen so ein bisschen aus, als hätte es gerade geregnet, ne? Oder? Kommt euch das auch so vor? Warte ich jetzt nicht so. Aber bei dir sieht es im Stream so aus, ja. So, das wäre dann das Feld hier rechts, wo wir drauf müssen. Ja, hier ist die Einfahrt. Dann können wir den... Naja, mal gucken, wo wir den da parken, ne? Ist eher schwierig. Ich glaube, den lassen wir lieber oben stehen. Das finde ich ein bisschen zu laut hier, den Sound. Den müsste man ein bisschen anpassen, glaube ich. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich langfahren muss. Ah ja, einmal links und dann wieder rechts und dann sind wir am Hof. Ist auch schön gemacht, hat so ein bisschen was von dem kleinen Dorf und Marktplatz. Ja, wirklich, das ist wirklich geil. Und die Feldwege müssen noch verbessert werden, tatsächlich. Das ist so ein bisschen Mango. Das ist ein großer Minuspunkt. Es gibt hier nur Pluspunkte auf der Karte, aber das ist ein großer Minuspunkt. Gibt es nicht so Sachen zu finden? War das nicht im letzten Stream? Ja, stimmt. Oh, nein. Ich habe hier beschissen ausgeholt. Mal sehen, wie wir das jetzt handeln hier. Danke, moin, Grüße, schön, dass du reinschaust. So, jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Nein, du musst reinhüpfen. Ich krieg nichts raus. Ich kapier das nicht. Wahrscheinlich muss ich einfach nochmal vom Server runter. Also das ist echt merkwürdig. Ihr Lieben, das ist wirklich merkwürdig. Bei ihr geht's, bei mir nicht. Keine Ahnung, was das ist. Bitteschön. Danke. Also sie kann quasi abbunkern, ich nicht. Fahren wir wieder durchs Dorf? Ne, wir fahren irgendwo, ist glaube ich schneller.
So, jetzt machen wir den Drescher leer. Ich hoffe, dass ich jetzt alles mit der Ladung hier wegkriege. Ciao, Lukas. Gar nicht gehupt. Wo warst denn du? Ich hab's gar nicht gesehen. Ah, links neben dir. Auf dem Feld. Echt? Oh, das weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht. Die ersten beiden machen wir jetzt erst mit dem Stroh hier. Deswegen kann ich dir nicht sagen. Das hat aber nichts mit uns zu tun. Das ist Originalmod. Wir bauen ja nur die Physik ein. Und ja, das ist der. Also das ist genau die Physikanpassung, die ihr auch bei uns runterladen könnt. Aber nee, Moment. Das ist der von Herrn Krupp. Das ist nicht der, was ich im Mod habe. Das ist der von Herrn Krupp. Kann sein, dass es deswegen bei uns euch anders ist. Weil ich mag den von Herrn Krupp ein bisschen mehr. Wir haben aber eine Variante genommen, die ist auf ModHub gibt, aber ich fahre lieber den vom Herrn Krupp. Ah, die Physikanpassung ist die gleiche und auch der Sound ist der gleiche. Du könntest den quasi von der Fuschelgarage runterladen, von Herrn Krupp, und dann die Physikanpassung reinmachen, 1:1. Also ist nichts anderes. Auch wenn es da einen kleinen Unterschied gibt, aber genauso habe ich es ja auch. So, jetzt hören wir mal den Sound beim Anschalten, ne? Anschaltsound vom Dominator von Vasili. Schon ziemlich geil, muss ich wirklich sagen. So, was sind das noch? 3 Bahnen, 4 Bahnen so ungefähr, ne? Das kriegen wir da noch rein, den Hänger. Dariolz, Mahlzeit, welchem ist heute an der Reihe? Heute ist die Palain wird wahrscheinlich gesprochen und Palakne wird geschrieben, ne? Übrigens sind wir drauf und dran, unsere Gäse wieder ins Leben zu wecken. Also, wer sie noch kennt, unser Gäseprojekt, gute Ernte, schlechte Ernte, kommt quasi auch zurück. Die Ackersoap. Genau, die Ackersoap. Mega witziges Projekt, aber leider ein bisschen untergegangen, weil die Zeit halt eben nicht mehr da war. Nee, er redet von der Gäse. Da hat er recht. Die Gäse. Oh, siehst du, das ist doch genau das, meine ich. Die Gäse war tatsächlich eine polnische Map. Da hat er vollkommen recht. Das hier ist die französische von MA7. Die mit der Brücke so ein bisschen an die
Haut-Bellerin, Haut-Bellerin geschrieben und Bellerin wird es, glaube ich, ausgesprochen. Bellerin. Irgendwie so. Aber auch nur die Brücke. Bei dem Rest nicht. Basti, moin. Ja gut, die Teile habe ich nicht so gespielt, dass ich das sagen könnte. Genau, sehr schön. Bellerin. Es wird tatsächlich so ausgesprochen. Also diese Bellerin wird tatsächlich so gesprochen. Also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Dialekt, aber das habe ich mir von einer Freundin, die aus Frankreich kommt, quasi mal so sagen lassen, weil es mich interessiert hat. Genau, das. So ein Ding ist es nämlich. Alle mein schreiben Freund, noch ein O rein in den Chat. Mein Freund Dirki Dirk würde das jetzt sagen, anders schwierig. Es sind tatsächlich noch zwei Bahnen, dann haben wir's. Dann ist das erste Feld auf dieser Map runter. Sie ist quasi eingeweiht. Broschowka. Broschowka heißt sie, genau. Broschowka. Ich habe geübt. Einen wunderschönen sonnigen Freitagabend. Hallo, Asti. Hallo. Genau, Broschowka war es. Also ich denke, ich kann es versprechen, aber wir waren gestern drauf zum Häckseln. Das heißt, einige Leute haben Lust, wieder die Karte ins Leben zu erwecken. Und der Spielstand war ja schon, ne, es war jetzt, so haben wir noch das erste Jahr, aber wir haben es ja auch bloß einmal in der Woche gespielt. Und dafür war es schon relativ weit. Auch vom Vorpark, und das ist auch so eine Karte, wo wir wirklich testen, wo wirklich neue Fahrzeuge draufkommen, wo getestet wird, ne. So, letzte Bahn. Und abbunkern. Und ich glaube sogar, dass ich den Drescher erstmal auf den Hof zurückfahre. Ne, die Broschowka wird mit Z geschrieben, glaube ich. Und auch so, ist aber auch wurscht. Ich weiß doch, was du meinst. Ist doch völlig wurscht. Wie ist bei euch das Wetter? Sonnig, glaube ich. Sonnig und warm. Schaute er auf den Fußboden. Ich will jetzt nicht öffentlich im Stil sagen, dass ich heute noch nicht wirklich aus dem Fenster geguckt habe. Ja doch, der Vorhang war schon heute offen, Schatz. Ja, aber es ist sonnig bei uns auf jeden Fall. Wie bei uns. Also perfektes Wetter, für irgendwas draußen zu machen. Warm vor allen Dingen ist es wieder. Das ist April untypisch. 22 Grad, ja. Hätten wir gerade. Ja, für April ist es schon viel, ne? Ja, das stimmt. Solange es nicht so einen Temperatursturz gibt wie Montag, Dienstag. Ja, das war krass, ne? Das war krass. Das war, glaube ich, auch einer der witzigsten Streams, die ich je gemacht habe. Mit diesen Filmtiteln untenrum. Schade, dass ich da noch keinen Uncut gemacht habe. Das hätte ich gerne aufgenommen. Das war echt witzig. Good morning in the morning. Grüße, Torsi. Moin.
So. Machen wir das Ding aus. Machen wir mal ein bisschen, ich bräuchte vielleicht eine Taste, wo ich, die... Hier kann ich es anmachen. Unten sollte es vielleicht... Warte mal, das belege ich mir gleich. Das ist clever. Ich finde ja diese quietschende Bremse geil, ne? Bäuerlich. Das ist wirklich krass, oder? Es ist wirklich gerade inflationär, wie viel bayerische oder österreichische LS-Streamer gerade irgendwie am Schlüssel sind. Das finde ich aber auch. Gut, dass es nicht nur mir auffällt. Ey, Zwiebel! Moin! So, genau. Wir wollten jetzt noch, ich wollte das noch. Und wie, ihr müsst mitmachen, deswegen wir. Wir wollten hier noch unten. Das müssen wir, glaube ich, beim VCA machen dann. Geschwindigkeitsstufe wechseln. Selalakra, moin, vielen Dank für den Follow. Willkommen in den Dudes. Also nicht, dass ich jetzt was gegen Bayern hab, ne? Aber das ist gerade echt auffällig, wie viel das gibt, ne? Krass. So, was war denn das jetzt gleich mit dem Tempomat-Stufe wechseln? Das war doch am VCA. War das... Nee, doch, das war am VCA, bin ich mir sicher. Warte mal, ich habe das hier auf... Stufe auf 22, da muss ich aber mal gucken hier. Tempomat-Geschwindigkeit wechseln. So. Speichern. Probier mal aus. Tatsächlich, es funktioniert. Und nach oben mache ich ihn einfach an. Das ist schon ziemlich... Also, Farmstick, ich bin Fan von. Mach das, mein Lieber. Und ich werde dann... Ich weiß, was jetzt passiert, wenn ich dann irgendwann den Stream ausmache. Weiß ich ganz genau, vielleicht soll ich mir auch gleich noch hier das vorn zurück. Das lege ich auch gleich noch drauf. Fahrtrichtung wechseln. Das ist, glaube ich, oben. Da schiele ich aber mal bei der... Weil Leertaste ist nämlich hier. Da kann ich das abgucken, wo das ist. Weil da gibt es zwei Leer. Hier, guck, Leer. Springen. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe es gerade vergessen. Achso, ich wäre wieder... die Seite aufmachen von Mosa und werden wir noch 10 Minuten schauen und überlegen, kaufe ich es jetzt nicht. Aber ich bin so verliebt in dieses Truckwheel von Mosa, ich glaube das gar nicht, ne? Den Bremssound gab es mal, keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. Das wird dann so, dass ich von der Arbeit komme und mein Mann mir sagt, Schatz, mir ist da der Finger ausgerutscht, ich habe da was gekauft. Was? Niemals, das würde ich nie machen. Nie passiert, Lügen. Ne? Alles Lügen. Ich sag allerhöchstens, mir ist da was passiert. Oder du bestellst und weißt schon gar nicht mehr, was du bestellt hast. Und wunderst dich, warum ein Päckchen kommt. Das ist mir auch schon tatsächlich passiert. Das Päckchen hat ein bisschen länger gebraucht, genau. So ging es uns jetzt diese Woche. Echt? Krass. Ja. Also, wie gesagt, ja, ich hatte das auch schon. Es hat ein bisschen länger gebraucht. Und ich so, was ist das denn? Du hast überhaupt nicht bestellt. Hier, Richtungswechsel. Richtungswechsel ungefähr da, jawohl. Richtungswechsel, zack. Das lege ich mir jetzt noch hier drauf. Speichern. Zack. So, und schon ist der Farmstick fast belegt. Ich könnte jetzt natürlich auch noch gucken, dass ich hier vielleicht... vor und zurück drauf lege, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach, ne? Obwohl, auch das müsste gehen. Das könnte ich ja quasi auf den zweiten legen. Oh ja, muss kurz gucken, meine Katzen haben irgendwas randaliert. Bis gleich. Ja, bis gleich. Das hatten wir aber auch noch nicht, ne? Dass jemand in AFK musste, weil die Katze randaliert. Nö. Aber wir haben Leute, die interessiert das nicht, wenn die Katze sich auf die Tastatur legt. Puvel. Grüße.
So im Handspiel, wenn du mitten im Gefecht bist und Puppe so, oh Katze, jetzt nicht auf die Tastatur legen und denkst du, so, oh nein. Vielleicht dreht er sich im Kreis. Nee, ich fahr zurück zum Hof, weil ich muss auch tanken. Dann müssen wir mal gucken, ich weiß nicht, gibt's auf der Karte quasi auf dem Hof einen Tank oder? Noch nicht entdeckt tatsächlich. Dann müssen wir da einen hinbauen. Weil ich nicht immer zur Tanke fahren möchte. Ich bin zu weit. Eine Werkstatt. Oh, das gibt's doch nicht. So. Ja, genau, das meine ich, ja. Achso, du hast ein anderes noch entdeckt? Ne, ich kenne nur das. Bis jetzt habe ich nur das gesehen, dieser Unterstand einfach. So, mal ein bisschen Lichtfeuer an. Hat er das überhaupt? Warte mal. Ja, hat er. Ja, wirklich schöne Karte. Wieder da. Ach, da ist auch eins, aber wo spawnen die Ballen dann? Oder ist das nur so ein, ich kann es dort reinheben, oder? Ne, das ist die Palagne-Zwiebel. Alte Eiche habe ich noch nicht angespielt. Werde ich aber auch tun. Ja, dann müssen wir dort einen Tank hinbauen jetzt. Von der alten Eiche habe ich viel gesehen. Ich glaube, Ingo hat die gespielt. Also Nastus hat, glaube ich, die alte Eiche gespielt. Muss mal gucken, wo wir den Tank hinbauen jetzt, ne? Lass mal gucken, ob ich überhaupt drauf gemacht habe, den Tank. Aber ich glaube, da ist beim Standard mit dabei. Mit mühsam 25 km/h quäle ich mich durch die französische Landschaft. Ich glaube, dass das der richtige Drescher ist für die Karte. Ja, der passt. Hätte gerne noch was Älteres genommen, aber das ist völlig okay. Können wir uns ein bisschen was erwirtschaften die nächsten 2 Jahre und dann schauen wir mal. Sorry Jungs, ich muss ein bisschen auf den Mittel fahren, weil hier drüben zu viele Äste sind. Nicht, dass der Lack zerkratzt. Ja, der Lack ist glaube ich schon zerkratzt, aber ne? Die spawnen auch dort? Okay, das muss ich mir angucken. Hier ist die Tanke, stimmt. Vielleicht kann ich ihn auch hier gleich tanken. Aber da komme ich doch im Drescher nicht lang, oder?
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Naja, ich probier's mal. Aber wir setzen uns trotzdem so einen Tank auf den Hof. Ja, von Drescher ist das nicht so geil, ja. Ne, wir setzen so eine Tanke auf dem Hof. Bin schon mal gespannt, was in Frankreich der Sprit kostet. Ocken. Super. Ich sehe ja gerade, dass wir Drive Distance gar nicht drauf haben. Das muss ich auch noch drauf ziehen. Schreibst du es mit auf? Jawohl. Brücke ist ganz schön eng. Wieder so ein Typ, der einfach rauspresst. Ja, an der Kreuzung ist das irgendwie sehr extrem. Wir haben, glaube ich, den Linienverkehr noch nicht so verstanden, was Linien auf Straßen auch bedeuten können. Ciao, Tisantos. Moin. Ey, vielen Dank fürs Folgen. Willkommen bei den Dudes. Oder die heißen in Frankreich einfach genau das Gegenteil. Kann auch sein. So, ich glaube aber nicht, dass ich jetzt durch den Torbogen durchkomme. Ich glaube, ich muss vor dem Torbogen abbiegen. Ich weiß, ich war schon öfter in Frankreich. Das ist da normal. So. Jetzt müssen wir gucken. Hallo, Grüße. Roland Milenko. Moin, mein Lieber. Schön, dass du reinschaust. Moin. Ich glaube, das geradeaus wird auch direkt mein Parkplatz werden. Vorerst. Das ist vielleicht gerade noch so mit dem Traktor vorbeikommen hier vorne. Ich kann bestimmt wieder links nicht aussteigen, oder? Ja. Ich lieb's. Ha! Ich hab das Skript nicht drauf, wo das gesperrt ist. Das muss ich auch noch drauf machen. Kannst du mal den Mod noch aufschreiben? Disable Tab, irgendwas. Schreib auch Disable Tab, da weiß ich, was gemeint ist. So, was wollten wir machen? Ich wollte auf jeden Fall noch Tools, Container. Gibt's bis, ah ne, hier gibt es einen kleinen. Der reicht vollkommen für uns. Oder den hier. Den ganz kleinen oder den orangen? Da gehen 10.000 rein. Den ganz kleinen haben wir auf der Dürrenroth schon. Genau. Also ich glaube, der orangene passt auch besser zum Hof. Ja, aber ich weiß nicht so genau, wo wir den hinsetzen. Ich kenne den Hof noch nicht so gut, aber wahrscheinlich ist es hier. Ich weiß es auch gerade nicht, wie rum. Ich hab die Trigger aus, scheiße. Nee, ich muss ja das sehen? Nee, ne? Erst wenn du platziert hast. Ja. Ich muss ja mal die Interaktionsmarkierung anmachen. Dann sollte ich es eigentlich sehen. Dann glaube ich so rum. Was hältst du davon, wenn wir den herstellen?
nehme die Leiter so ein bisschen hier. Ja, da passt du doch gut hin. Genau. So, und dann direkt wieder die Markierung aus. So, genau. Und was ist hier oben? Ist auch ein Lager, oder was? Krass. Ein richtiges Ballenlager oder einfach nur zum Hochsetzen? Weil das scheint ja ein richtiges Ballenlager zu sein hier. Naja, gut, wie auch immer. Mal ganz kurz gucken, was Frauchen hier so fabriziert hat. Wo bist du eigentlich zugange? Auf der 86 gerade. Auf der 86. Die versteckt sich vor mir. Meistens. Ja. Nee, NJ, ich habe den Tank nicht in die Wand gesetzt. Können wir gleich gerne nochmal kontrollieren gehen. Hast aber gleich schon einen großen Sporter gekauft, Mensch. Das ist hier zum Silageballen machen, oder was? Ja, genau. Und die 91 wird Heu. Da ist auch schon auf Stufe 1 gewendet. Okay. Oh, das ist eine ganz schön große Wiese. Das waren einige Silageballen. Krass. Nun gut. Ihr Lieben, das soll es heute von mir gewesen sein. Pünktlichst zwei, drei Stunden will ich das Projekt halten. Wir werden uns am Sonntag nochmal sehen und dann entweder nochmal hier oder halt eben, naja, wir wollen ja den Tank noch gucken, ob NJ richtig klug geschissen hat oder nicht. Das machen wir gleich noch. Am Sonntag entweder auf der Karte hier oder wir sehen uns auf der Gese. Mal schauen. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir wieder ab nächste Woche Mittwoch unsere Gese streamen. Unser Projekt auf der Gese, da sind wir gespannt drauf. Aber bevor ich jetzt hier Tschüss sag, da ist es mir runtergefallen. Macht nichts. Don wird zu freuen. Baste, TNT, moin. Dann muss ich das hier machen und dann kurz zum Hof hüpfen und dann gucken wir uns den Tank nochmal an. Ah, doch, hier ist ein Mühe in der Wand. Hier auch. Und macht ja nichts, sieht man ja nicht. Es ist so gebaut. Das ist ein in die Wand integrierter Tank. Sollte es jemand triggern, kann er es mir gerne schreiben, werde es trotzdem nicht ändern. Das sieht aber gerade eh lustig, von daher. Ach. Ja, komm. Wenn endlich schon mal richtig klug scheißt, dann zeigen wir es auch allen. Ne? Ja, gut. Vielleicht just hier stehen nochmal nach. Mal gucken. Genau. So. Das ist aber nicht realistisch genannt. Genau. Es muss so. Einfach so. Das Haus wurde um den Tank gebaut. Fakt ist, dass mir das auch niemand abnehmen soll. So. Wünsche dürfen geäußert werden. Wir besuchen jemanden kleinen oder wir gehen zu. Wo gehen wir denn? Zu meinem Freund Yogi. Wollte gerade schon sagen, wieder zu dem, wo man Gebäude abreißen kann. Aber ich war, vielleicht finden wir mal wieder jemanden neuen. Mit sympathischen Kleinen, wo Freude machen kann. Ich weiß nicht, habt ihr da jemanden? Ach komm, machen wir das nächste Mal. Hüpfen wir zu meinem Schwaben auf Wisch bestellt.
Genau. Ich mache den Raid schon mal auf, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr kommt alle noch mit rüber. Wie gesagt, ich versuche am Sonntag auf jeden Fall nochmal anzumachen, um unseren Kaffee- und Kuchen-Stream auch wieder zum Leben zu erwecken. Entweder wir sehen uns hier auf der Palagne oder wir sehen uns auf der Gese. Obwohl ich denke, dass wir eher auf die Gese gehen, auf die Palagne gehen werden, weil die Gese war ja immer mittwochs am Stissel. Ne? Und das werde ich auch beibehalten. Aber was machen wir denn heute eigentlich für einen Yogi? Hashtag Wochenende hoch die Hände. Nee, irgendwas, nee, das passt ja nicht zum Yogi. Irgendwie Hashtag Hashtag Hofbaulehrling. Kann man das abreißen, hat man schon. Hashtag Hofbaulehrling. Also Hashtag Hofbaulehrling ist quasi unser Rating-Motto. Ja, wie gesagt, mir bleibt wie immer Danke zu sagen für die zahlreichen Zuschauer, für eure vielen Kommentare, für eure tollen Gespräche, für die Tipps, für die Tricks, für die Bits, für die Abos, für euer Zeichen, dass ihr uns gerne zuschaut und dass ihr gerne hier seid. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Entweder macht einen chilligen oder lasst es richtig, richtig knallen heute noch. Macht einfach das, was euch und euren Lieben gut tut. Bleibt vor allen Dingen gesund. Lasst euch nicht ärgern. Jetzt ist irgendwas passiert, was ich nicht verstehe. Ja, der Stream ist schon geratet. Ah, super. Alles klar. Ihr Lieben, haut das rein. Macht's gut. Natürlich auch ciao an unsere Anka-Zuschauer. Tschüss.